So, hi und hallo mal wieder. Ich habe schon lange keine Deko-Tipps mehr gemacht und da ich gerade an Umräumen bin, Aufräumen bin, ist mir was in die Hände gekommen und daraus basteln wir jetzt einen schönen Deko-Tipp, weil die kalte Jahreszeit, die fängt ja bald wieder an. Wie ihr seht, so Teelichterhalter mit kleinen Sternmotive in vier verschiedene Größen. Dann eine sogenannte Glasplatte in einem leichten Grünton. Und was ich daraus jetzt mache, das zeige ich euch jetzt und hoffe damit einen kleinen Tipp für euch abgegeben zu haben. Und das machen wir. Ihr seht, stelle ich die Teelichterhalter auf diese Glasplatte ganz einfach. Vier verschiedene Größen. Dann sogenannte Glasperlen, Glasstücke in Grünton, hellgrün, dunkelgrün und ein paar grüne Steinchen dabei. Die schütten wir jetzt einfach mal hier rum. Dann habe ich noch so große weiße Steinchen bei mir gefunden. Die passen schön zu das Weiß der Teelichter-Gravur. Die platziere ich jetzt auch hier so einfach mit drauf rum. So, habe jetzt leider nur rote Teelichter. So schnell und einfach geht das, eine kleine Deko zu zaubern für die kalte Jahreszeit. Ich finde, ist ein kleiner Hingucker geworden, wo ihr natürlich ein oder zwei Sachen davon günstig und bequem bestellen könnt, werde ich natürlich immer versuchen, unter ein Video zu verlinken. Also, das war mal wieder der erste Deko-Tipp für mich oder für euch von mir. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.